Steinwurf im Glashaus. Rudos Karneval. Gott, oh Gott. Karneval. Ich habe auch heute eine, ich sag mal, nicht unflätige, aber doch eine fordernde Mail geschrieben auf der Arbeit. Nach dem Motto, also so dieses klassische Ding, Kollege, wir brauchen die Zahlen. Über Zeitkunde. Hallo. Ich warte. Und das jetzt schon lange. Und dann kam heute eine Mail mit Zwinker-Smiley, wo ausnahmsweise der Zwinker-Smiley, würde ich sagen, doch auch gerechtfertigt ist. Denn als natürlich norddeutsch aufgewachsener und auch im Herzen weiterhin Norddeutscher, geht mir Karneval komplett am Arsch vorbei. Zu Recht. Und dementsprechend ist mir dann leider entfallen, dass unser in Düsseldorf ansässiger Partner wahrscheinlich aktuell bis jemand anderes zu tun hat, als zu arbeiten. Dementsprechend dachte ich mir, ja, habe ich nicht bedacht. Hätte ich dran gedacht, dann, ja, wäre ich vielleicht ein bisschen netter gewesen. Ja, Karneval. Nichts, was ich in meinem Leben verstehen möchte. Nee, absolut nicht. Also da, das ist auch eine Sache, da, das muss nicht sein. Da, das mochte ich als Kind schon nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nie, ja, auch von Geburt her in die Richtung sozialisiert wurde. Schleswig-Holstein ist das zwar auch ein Ding, natürlich kennt man Fasching. Ich habe neulich einen schönen Tweet gelesen, dass man Karnevalisten, ja, oder dass man die Menschen, die Karneval gut finden, ja, Karnevalisten nennt. Wie nennt man die Leute, die Fasching gut finden? Ah, ja. Nee. Naja. Der ist kein Shot, aber ich fand den Gag ganz lustig. Ja. Nein. Also ich wünsch jedem, der da Spaß dran hat, Spaß. Also so ist es nicht. Ja, da bin ich schon wieder raus. Eine Sache, das ist bei mir nicht so. Nee, doch, doch, doch. Das auf jeden Fall. Solange ich damit in Ruhe gelassen werde, ich finde es auch immer nicht so ganz so geil, von Leuten umgeben zu sein, die verkleidet sind. Das stört mich persönlich einfach irgendwie ein bisschen. Aber wenn die Leute Spaß dran haben, dann sollen sie da Spaß dran haben. Also da bin ich ja wohl der Letzte, der sagt, oh, nee. Ich gehöre da durchaus zu. Ich finde, niemand sollte Karneval genießen. Wow, das ist schon unnett. Unnett, ja. Du bist offline. Warum bist du offline? Warst du nicht gerade schon im Game? Ich bin nicht offline, ich bin nur hier. Oh, Herr im Himmel, was ist denn heute los? Kann ich dich einladen? Du bist offline bei mir. Was ist denn los? Ich sehe mich sogar selber als online. Soll ich dich einladen? Zack. Das wäre super. Ja, das klappt. Ich hab es nicht. Es ist heute wirklich absolut lächerlich. Ich bin... Heute wäre der Tag, wo ich fast schon enttäuscht wäre, wenn wir gewinnen. Das wäre halt ja, absolut nicht angemessen. Das wäre so ein unwürdiges Umfeld heute. Also der heutige Tag an sich. Das würde einfach nicht passen. Und wir hatten schon 2-3 Male, wo ich dachte, heute wäre schon geil. Ja. Und dann war die Leistung nicht da, deswegen wäre es andersrum heute schon ein bisschen hart. Naja. Ja. Ja, wir strengen uns dennoch an. Wir hoffen, dass wir das Ding nach Hause holen. Im Rahmen der Möglichkeiten, klar. Ja, wir sind ja nun mal bekanntermaßen sehr begrenzt. Wipfelwirrwarr. Ich werde auch mal gucken, es gibt wohl irgendwie so ein ähnliches Spiel, das nennt sich Stumblegeist. Das ist wohl quasi ein ziemlicher Abklatsch, nur dass die wohl eine bessere Abwechslung an Maps bieten, so wie ich das gesehen habe. Ja, okay, aber wäre das nicht super dumm? Also, die Theorie würde ja besagen, wenn es wenige Maps sind, haben wir die schneller drauf. Und das wäre ja dann noch mehr Maps. Dann wären wir ja noch schlechter. Naja, das gilt ja aber für alle. Also, ja, ist ja kein... wenn ich schaue, wie gut ich in Games bin, gilt das meistens tatsächlich nur für mich. Und alle anderen können es aus irgendeinem Grund. Ja, vor allen Dingen ist da halt das Ding, dass die Maps wohl ein bisschen abwechslungsreicher sind, ein bisschen spannendere Prinzipien. Ach, ich mag die Maps hier. Ich würde da gar nicht so deinen Hate raussuchen. Wir können ja aber nicht hier 30 Jahre lang... Ich habe doch auch gar keinen Hate. Wir können aber nur nicht 30 Jahre lang immer denselben Moves machen. Ja, wir haben ja auch noch nicht gewonnen. Also würden wir gewinnen, dann werden wir mit Sicherheit schon mal ein anderes Spiel spielen. Ja, du. Die Bot-Runde am Anfang. Das ist ey.
Naja. Für dich hat's gereicht, sag ich mal, ne? Oh, dann spring ich halt nicht darüber. Fünfter, so. Ja, auch drin. Wunderbar. Das hat ja schon mal easy geklappt, hier läuft. Ja, war ja auch nur, ne, ein Gedanke. Kollege konservativ. Hätte ja sein können, was verändern kann. Kollege konservativ, schön, mag ich. Danke, danke. Ja, nee, klar, warum nicht? Also warum nicht ein zweites Spiel spielen, was exakt so ist wie das erste Spiel, nur ein ganz bisschen anders? Also so bringt man natürlich Abwechslung rein in so ein Format, sicher, klar. Dieser Zynismus ist halt komplett unangebracht, weil du keine Ahnung hast, wovon du redest, du kennst das andere Spiel nicht mal. Du weißt nicht mal, wie die Art der Abwechslung in den Levels aussieht. Du hast gesagt, das wäre Abklatsch. Ja, das Spielprinzip, aber nicht die Umsetzung. Es heißt Stumbleguys, das hier heißt Fall Guys. Ja, dann such du halt eine Alternative, gibt's da wohl nicht. Ich habe ja nur gesagt, ich will es erstmal ausprobieren. Warum Türen läuft denn in der zweiten? Ach, guck mal, Stumbleguys sieht ja von der Farbgebung ungefähr so aus wie Vollgas. Guck mal, das sind auch so Hexagone. Das ist ja fast wie Vollgas. Mach doch deinen Scheiß alleine. Ist mir doch egal. Ja, im Himmel. Oh, guck mal, gibt es ein Level, das heißt Jungle Roll. Da sind so Hindernisse auf einer großen Rolle, die sich dreht und da muss man drauf balancieren und drauf bleiben. Spannende System, ja. Machen wir heute bis 21 Uhr, ne? Länger halte ich das körperlich nie aus. Spätestens, ja. Bitte. So wenige nur noch? Krass. Ja, also es sind sowieso nur 40 am Start gewesen. So. Es sind auch sehr wenige Zuschauer auf Twitch. Also ich weiß nicht, haben wir irgendwie, ist Fußball oder so? Ja, Champions League. Immer über den Fußball. Ah, okay, ja. Dann, ist das ein Punkt bei Twitch? Krass. Ja, so ja. Aufgefallen. Klar, wenn die Leute ja, sich quasi um was anderes kümmern. Boah, ich bin Erster. Alter, not bad. Jetzt nicht mehr. Geht ihr lang? Wo geht ihr lang? Die ersten 18 kommen weiter bislang. Oh, jetzt wurde ich ein bisschen zurückgedrängt. Eieieiei. Ja, jetzt kann das denn kein sein? Purzelbaum da. Ja, noch drin. Also weiter da runter springen und dann aber irgendwie als Zehnter ins Ziel kommen. Ja. Ich weiß mal nicht, was die anderen richtig machen oder was ich falsch mache. Das Ende war kürzer. Ja, irgendwie schon. Aber gut, wir sind weiter. Das ist... Oh, das waren jetzt wenige. Lächerlich aus. Boah. Naja. Ich glaube, wir müssen selbst mit ihren wenigen Leuten da auf eine gewisse Anzahl an Runden kommen, bis das Finale beginnt. Also würde ich jetzt mal schätzen. Schätzt du mal, aber wir sind hier auch nicht bei Auktionen. Insofern weiß ich nicht, was das bringt. Ja, für Auktionen bin ich ohnehin zu broke. Das stimmt. Okay. Quasi eine Finalrunde, nur ohne Finale. Ja, ich glaube, dass das nicht nur als Finalrunde genutzt wird. Anders. Ich weiß das. Ich da auch drauf stehen. Bei meinem ersten Sieg würde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. So prinzipiell. Da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Ja, also da ist bislang. Aber mal ist. Tja. Ja, wobei, dadurch, dass es drei Grüne sind, ist das natürlich. Ich finde das ganz schön. Phasenweise doch ein bisschen. Gar schwierig. Nicht so einfach. Vor allem sind die ganz schön schnell. Ja. Da sind jetzt auch schon ein paar ausgeschieden. Oh. Ah ja. Okay. Das war gut. Gut. Das sind jetzt, glaube ich, noch 11 drin, ne? Nach Adam Ries. Und das gibt uns inzwischen schon eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass einer von uns gewinnt. Das ist erschreckend. Also, das ist so negativ. Vielleicht müssen wir einfach negativ an diese ganze Sache rangehen. Müssen wir das Spiel öffnen und sagen, eigentlich gar keinen Bock auf den Scheiß, dass wir maximal 2 Runden machen. Und dann, ja. Negativ. Immer nur negativ. Und Fluppe aus. Fluppe aus. Stichwort nur negativ. Das ist so eine Scheiß-Map. Ich flippe aus hier. Ja, jetzt flippe ich aber gleich wirklich aus. So. Ja, aber jetzt liefern. Einer von uns. Mach den Jan Josef. Das wäre schon. Komm. Das wäre schon. Den fand ich gut.
Das wäre wirklich schön, wenn jetzt wenigstens einer von uns irgendwie dieses Spiel hier. Machet Otze. Ja, nicht unbedingt. Also, was heißt nach Hause holen? Aber zumindest ins Finale kommen. Das wäre doch eine schöne Sache. Ich möchte anmerken, da stand in der schönen Szenerreihe und der Drache musste als einziger von weiter hinten starten. Das ist auch. Das ist auch assi. Also, wenn einer weiterkommt, der nicht wir ist, dann kann es von mir aus gerne der Drache sein jetzt. Ja, Drache, ja, Wache. Er sind auf Drache. Ich glaube, ich bin Letzter. Ja, ich glaube, hier ist es auch egal. Hauptsache, du kommst weiter. Ich glaube, wenn du als Letzter ins Ziel kommst und alle anderen vor dir ins Ziel gekommen sind, dann kommen einfach alle in die nächste Runde. Alles klar, das war fast mein Leben. Okay, das war richtig dumm. Alter, das ist aber auch wirklich ein Problem, wenn die einmal ins Taumeln geraten, die kriegen ja nichts mehr geschissen, ne? Wie so ein, keine Ahnung, besoffenes Kleinkind. Ich finde diese Rollen so schwer. Okay, da fliegt schon der eine. Oh, ich hab dich eingeholt. Doch nicht? Nee, andersrum. Ich hab dich gerade eingeholt. Ich dachte, ich wäre lange vor dir. Nee, du warst vor mir. Oh, so weit war ich ja, glaube ich, noch nie. Wobei doch einmal habe ich das geschafft, finde ich. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast das Ding einmal... Ah, okay, ich bin tot. Ich war komplett irritiert, dass ich da so durchrenne gerade. Nein! Oh, von dem letzten Drecks. Das ist wieder so ein Ding, das passt so zum heutigen Tag. Von dem letzten Scheiß. Und ja, den Drachen hat es gerade auch noch gekillt. Alles klar. Diese Map wurde von Menschenfeinden designt. Und Drachenfeinden. Und Drachenfeinden. Alter, was ist das denn für ein Vollidiot? Alter, wie dumm sind die denn? Oh Mann, das tut jetzt ja auch beim Zuschauer noch weh. Wie viele Leute sind jetzt weitergekommen? Zwei? Drei, wow. Nicht vier. Dieses Dreckslevel, Alter. Ich wage zu behaupten, wir waren ja beide kurz vor dem Ziel. Das war hier gerade eine extrem große Opportunity. Das war die größte, die wir, glaube ich, jemals hatten, außer im Finale zu stehen. Ja. Das ist wirklich, also das ist, also es passt so perfekt zu dem heutigen Tag. Es passt alles so krass. Es ist wirklich ein Graus. Doch beide, ich wurde vom ersten Hammer und du vom zweiten vernichtet. Ja. Und das sind echt die langweiligsten Hindernisse gewesen, die da noch waren. Ja, es war auch so unsinnig. Weißt du, ich bin dann da durch, weil ich dachte, ja komm, dann bist du schnell im Ziel. Ja, wie dumm, es läuft doch kein Timer, es ist scheißegal, wie schnell ich ins Ziel komme. Warum warte ich nicht einfach, ich Idiot? Also wirklich, sowas selten Dämliches ist auch wirklich, da muss verdient. Man sich schon für anstrengen. Ja, also, ja, total verdient. Selber schuld. Eigene Dummheit. Trauerspiel. Qualer hat auch jeder Qualer schreibt nur oh. Ja. Oh, trifft's leider echt gut. Ich hab den Chat gar nicht in den Augen hier. Ich schon. Das ist gut. Machen wir den hier gerade nebenbei auf. Das ist Mechagodzilla. Lass dich anschauen, junger Mann. Ich glaube. Ja, ich weiß nicht, ob der das ist oder eine Version vom grünen Power Ranger Megazord. Der sieht nämlich ähnlich aus. Wahrscheinlich aufs selbe hinaus. Ja, ich denke auch. Also mal davon ausgehend, dass Power Rangers auch ursprünglich tatsächlich ja aus Japan kommt, denke ich mal. Ist das nicht mal kulturelle Aneignung? Irgendwie ein Scheißbegriff. Nicht mal das. Ja, denn nur kulturelle Enteignung ist gut. Ja, siehst du. Ja, wenn schon. Das war so 27 gut. Leute kommen. Also wir sind hier schon wieder nicht mit 60 Personen am Schlüssel. Das ist gut, das ist heute unsere Chance. Ja, tatsächlich. Also ich, das war auch keine Beschwerde. Das war nur eine kleine Feststellung. Und ich bin gar nicht mal so schlecht dabei aktuell mit meinem zweiten Platz hier. Nice. Ja, ich bin auch irgendwo. Julio. Ja, solange er unter den... Ja, ich... 5er, 6er, 7er oder so. Okay, eine Banane steht am Start und Ziel easy. Und macht Emojis. Ja, die habe ich auch gesehen. Das ist, macht sich eine schöne Zeit. Ja, da macht er sich jetzt auch einen schönen Abgang. Wo ist er denn da?
Ja. Mach's gut, Banane. Noch zwei Hot Dogs. Mega-Godzilla. Cyberkatze. Ein Krokodil, das ist ja süß. Das Krokodil muss ich mir gleich mal anschauen, das habe ich noch nicht gesehen. Übrigens, scheiß Song. Fand ich damals kacke. War nicht deins? Nee, gar nicht. Das hat mich wirklich aggro gemacht. Hm. Ja, war, glaube ich, gar also nicht ernst dass ich gemeint als Song. Das war, glaube ich, mehr so ein Gag. Meinst du? Ja. Ich fand den Song aber trotzdem scheiße. Also der ging mir halt wirklich auf die Nerven. Weil er auch eine Zeit lang überall gespielt wurde. Und ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Dann hat die Ölsch auch noch irgendwann, das Kind, sorry, also dann hat das Kind irgendwann auch noch, ich glaube, diese Flugwerbung gemacht. Ehrlich, das hat er auch was gemacht? Ich meine zumindest, dass das Kind, das war das in der Flugwerbung. Also es kann auch sein, dass es einfach nur ein anderes Kind war, was arschnervig war. Das würde ich gleich recherchieren. Kann das Kind nichts zu in dem Fall? Kann das Kind nichts zu in dem Fall, zumindest bei der Werbung? Da würde ich ihr einen Pass geben, da würde ich sagen, hier, komm. Zwei hinter dir steht der Kobo. Alles okay? Oh ja, oh, der sieht echt cool aus. Oh, ich bin der Erste sein. Wir sind beide gegen dasselbe gedonnt. Links und rechts geht's natürlich lang. Oh Gott. Das ist wieder. Jo, nice. Läuft. Ah, ich bin Dritter gerade. Nicht durch Türen, aber dagegen. Erster. Geil, ich bin komplett am Arsch der Reihe. Erster. Und jetzt ganz links. Erster, immer noch. Jo, jetzt ganz rechts. Was geht denn jetzt ab? Spekuliert. Nein. Nein. Und alles verkackt. Aber ich war lange Erster. Nein, nein, steh doch auf. Nein. Jetzt beim Runterfallen ist er nicht mehr aufgestanden und dadurch verliere ich. No. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn diese gottverfickten Bohnen nicht aufstehen können. Was ist denn los mit euch? Oh, ihr müsst laufen und aufstehen. Ihr habt zwei fucking Aufgaben. Es sind nur 7 Leute rausgeflogen. Gott. Darunter du. Ey, ich war die ganze Zeit unter den Top 19 und dieses Mistvieh von einer behinderten Scheiß-Drecks-Arschgefickten Wichsbohne. Hallo, liebe bleibt Kinder. Bleibt liegen. Die Ohren zu halten. Es ist nach 20 Uhr. Normal fällt 20 bis 30 Sekunden, dann hat er sich auch wieder beruhigt. Hey, das ist mein Gimmick. Der Asoziale. Mit Skill. Also wenn dir das in 3 Jahren Steinbruch im Glashaus nicht aufgefallen ist, dann würde ich jetzt aber auch langsam mal deine Menschenkenntnis hinterfragen. Ach Gott. Das Menschliche, ja. Pastewka. Wir sind einfach ein bisschen menschlicher miteinander umgegangen. Das war alles aber kein ostdeutscher Dialekt. Nee, ich war aber auch zum Mund faul gerade, um mir wirklich Mühe zu geben mit irgendwas. Was ist hier die Meta? Was ist das für eine Slacker-Runde? nee, außen. Aber was sind alle in der Mitte? Ja. Kann ich dir jetzt auch nicht mehr zu sagen. Doubt. Also Meta, Mitte oder Mitte, Meta ist eigentlich immer, wenn sich der Teller in der Mitte dreht. Ja, aber aktuell sieht das hier richtig gut aus. Oh. Ja, so viel dazu, alles klar. Gott, damit. Alter. In der Sekunde. Wirklich, also an diesem Tag passt nichts. Ich glaube, Kroko gewinnt jetzt gerade. Ja, ist. Alle anderen, nee, einer ist noch da. Es ist niemand mehr da. Zwei. Doch, eine andere Person ist noch da. Den hat es gerade aber auch ordentlich zerschossen. Nee, drei, oder? Nee, doch, nur zwei. Aber jetzt ist Kroko backt noch. Ja, Kroko ist raus. Alles klar, das Thema ist durch. Da ist Bandana Guy noch. Hey, es sind alle rausgeflogen. Hat keiner gewonnen jetzt, oder was? Es sind einfach alle rausgeflogen, das habe ich noch nie erlebt. Oder sind alle weiter? Was? Was passiert jetzt? Vorbei einfach. Ohne Sieger, oder was? Es hat keiner gewonnen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das gibt's ja nicht. Okay. Oh Gott, ist das scheiße. Es gab keinen Contender unter den Kandidaten, der es verdient hätte zu gewinnen. Vor allen Dingen in der zweiten Runde. Es sind alle Personen in der zweiten fucking Runde geflogen. Nee, dritte, okay. Alter. Nee, dritte, wow. Ne? Müsste, ja. Mhm. Ja, krass. Da war keiner bei, der es verdient gehabt hätte. Ist das scheiße. Ja, Mann.
ist alles ein körperlicher Schmerz. Es sind wirklich nur 40er Runden, ne? Schnappi. Ja, ist besser. Es ist nicht mal so, dass da. Ja, also ich finde es auch okay, aber es sind wirklich 40er Runden. Künstlerin Joy, The Joy Gruttmann. Hättest du das noch gewusst? Gruttmann, ja. Nee, gar keinen Fall. Gruttmann, deutsche Popsängerin. Was macht die heute? Ist die Nichte von einer Komponistin, sang Lieder für die Maus 99. Fünfte Aufnahme 2001 war. Schnappi. Die verkauft jetzt gefälschte Lacoste-Taschen. Deine Krokodil. Nummer 1 jetzt Single-Charts, Internet, Online-Spielerszene, Internet-Radios. Oh, ich muss mal mitlaufen. Oh, das ist natürlich jetzt ein Level, wenn die halbwegs gut sind, sind wir hier raus. Du, also mich wundert hier heute gar nichts mehr. Der wenn Dietmar, ich oder? Ganz ehrlich bin. Was? Dietmar Wunder. Gibt es jemanden, der Dietmar Wunder heißt? Ja, ist ein sehr bekannter. Ich bin tatsächlich gerade auf Platz 1. Synchronsprecher. Achso, wen spricht? Das müsste ich nachschauen, da kann ich mir nie merken. Kann mir auch meine eigenen Sprecher nicht merken. Ach, charmant. Außer manche, die guten natürlich. Hast du Mashallah gesagt gerade? Was? Nein, hab ich nicht gesagt. Das klang nach Mashallah. God damn it! Ich war auf Platz 1, warum bin ich denn schon wieder so. Scheiße. Ich stand da sogar drauf. Das war jetzt ärgerlich. Was? Hä? Oh, das ist jetzt aber wieder das andere in der Mitte. Ja, das ist wieder der Scheiß. Ist noch keiner im Ziel? Tatsächlich noch niemand im Ziel. Ja, das war dummer Gedanke. Ich bin Zweiter. Holy shit. Und diesmal war ich nicht so gut. Stark. Und da bist du auch. Wunderbar. Alter, also ich war wirklich souverän auf Platz 1 die ganze Zeit und dann habe ich mich am Ende aber so lange so dämlich angestellt, dass ich dachte, ich fliege tatsächlich raus. Aber wenn ich mir angucke, dass immer noch nur 10 von 28 drin sind, haben die uns in der Liga einfach runtergesetzt? Kann das sein? Waren wir aber zu schlecht? Sind wir abgestiegen? Sind wieder in die Anfänger-Noob-Lobbys gesetzt worden? langsam wird's mich. Ja, aber noch haben wir nicht gewonnen, insofern ist das gar nicht so schmeichelhaft. Nee, aber seien wir ehrlich, also wie machen wir was vor? Ein Echo hat sie auch bekommen, die Joy Gruttmann. Ja, Echo. Neues Single. 12 Little Stories, neues Single, 2009 veröffentlicht. Wurde aber kein Erfolg, sodass sie ihre Karriere als Sängerin beendete und sich auf die Schule konzentrierte. Neue Single finde ich auch schön, wenn du von 2009 sprichst. Das ist halt. Ja, also nach Schnappi. Ja. Achso, okay. 2014 Lehre als Tischlerin. 2015 Ui. In der NDR-Show aufgetreten. 2018 bei Luke Mockridge hat sie wieder Schnappi gesungen. Und 2019 hat sie mit Innenarchitektur in Köln angefangen. Das ist respektabel. Aber wieso wundert mich das wieder nicht, dass jemand, der in der Zeit einmal so einen Riesenerfolg gelandet ist, nochmal bei Luke Mockridge auftaucht? Und wenn sie schon so low ist, wollen wir sie anfragen? Nee. Schade. Bei aller Liebe, nein. Also ich bin wirklich für ganz vielen Spökes zu haben, aber das nicht. Also dann müsste ich auch wirklich ehrlich sein und sagen, ich fand Schnappi scheiße. So, und wenn sie nicht sagt, ja, ich auch, was sie nicht sagen wird, seien wir ehrlich, zu Recht. Ja, aber sie war 6. Ja, ich war auch nicht viel älter zu dem Zeitpunkt. Also ich, ne? Du hattest wenigstens Geschmack. Ich habe damals schon eigentlich nur Wagner gehört, also. Wagner vor allem. Wagner ist ja meistens so ein bisschen in der rechtskonservativen Ecke beliebt. Ja, nicht so fern. Also du kannst ja Kunst vom Künstler trennen. Ich weiß nicht, ob ich jemals groß Wagner gehört habe. Auch bei A.H. Oder ist das schwierig? Nee, die Bilder sind nicht schlechter oder besser dadurch, dass das ein menschenfeindlicher Hundebegatter malt. Ich finde die, ich mir aus, dass die Bilder tatsächlich Blondie was gemacht hat. Oh Gott, das ist jetzt nicht so schön. Probleme. Nee, wirklich nicht. Also nee, also die Bilder finde ich tatsächlich nicht so hässlich. Das gibt's ja auch als Meme, so dieses. Kenne ich gar nicht. Wo einfach nur so ein Bild von ihm gezeigt wird und dann steht da drunter so, ja, das Bild mochtest du? Alles klar, Nazi. So. Ja, gut.
Hat auf jeden Fall besser zeichnen als ich. Dafür bin ich nicht so ein... das war richtig dumm. Das könnte mir hier das Weiterkommen gekostet haben. Ach nee, da ist noch, ist es ja noch genug Zeit. Je nachdem, wo du stehst. Sag ich mal. Jetzt geht er wieder hoch. Danke. Jo, bin Zweiter, cool. Oh, ein bisschen Glück gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ach nee, da ist noch Zeit. Das schaffst du. Uiuiuiui. Nee. Hm. Das war nix. Das Ende von diesem Level, ich finde das Level an sich gar nicht so schlecht, aber das Ende Glück. Ist halt echt für den Arsch. Okay, ich bin noch da. Ja, du brauchst halt am Ende auch Glück. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, war aber doch knapper als gedacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es sind noch 20 im Rennen und zwei davon sind wir. 10% Chance. So eine, also wir müssen ja die Variable mit einberechnen, dass wir spielen. Ich sag mal 2% Chance. Null. Sagen wir null, sind wir ehrlich. Sagen wir null. Es ist, wem machen wir was wirklich vor? Wirklich da. Wir haben es heute schon mal gesagt. Das, ist... Kommt drauf an, was wir jetzt tun. Hoverboard? Nee, oh Gott, nee, das setzt mich immer so unter Druck. Ja. Macht mich immer so nervös. Diese ganzen Spiele, ich mag Wettrennen am liebsten. Das Ganze, wo du tatsächlich Initiative ergreifen musst und so und gegeneinander kämpfst, das ist... Nee. Oh. Ja, das ist wirklich... Das ist aber anders. Das sind so Wippen. Ja, die Wippen hatte ich auch schon mal irgendwo. In einer deiner zahllosen Runden, wo du alleine nochmal versucht hast, dich zu verbessern. Ja. Nee. Schon eher nicht. Ja, wo geht das Ding hin? Wahrscheinlich nicht in unsere Richtung. Oder doch? Man weiß es nicht. Natürlich geht es nicht in unsere Richtung. Geil. Ich stehe vor verschlossenen Türen. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Es ist... Ja, ja, leck mich doch am Zückerli. Das ist das zweite Mal, dass ich auf diese scheiß Brücke hier muss. Das... Egal, wo ich lang gehe, ist immer falsch. Was ist denn los? Ich komm da auch glatt gar nicht hin. Alter. Ja. Komm bitte zu mir mal. Ja, und geil, jetzt bin ich... Ne, jetzt sind wir ganz weit weg. Arsch der Heide. Es ist wirklich, also das stresst mich zutiefst. Es ist die Hälfte der Leute schon durch. Ich habe nicht mal die Hälfte meiner Punkte. Okay, wir werden hier rausfliegen. Ja, aber sowas von, klar. Aber hochkant. Das ist doch schon wieder. 60%. Ich habe heute nicht genügend Frustrationstoleranzgrenze für dieses Spiel. Es ist wirklich, es ist ein Problem. Das war ja gar nichts. Das war ja ultra schlecht. Nee, das war nix. Aber ich bin am Ende nochmal irgendwie so auf 60% oder so gekommen. Genau, ich hatte knapp über 60. Aber zu zweit geht's bestimmt besser. Wenn jetzt das auch Kacklobby sind, zu zweit, dann sehe ich eine realistische Chance. Das wäre schon... Das wär gut, ja. Probieren wir's mal. Bin ich gespannt. Das wären ja dann nur 20 Teams. Das wäre spannend. Sehr gute Runde. Ist das Zynismus oder ist das... Ich weiß es nicht. Ja. Es sind 60 Leute. Also, ja, der Klassiker. Gut. Alles wie immer. Aber vielleicht sind die jetzt einfach sehr, sehr schlecht. Es ist gut möglich. Ich hoffe es mal, aber ich fürchte, das wird nichts. Aber wir beginnen mit einer Top-Map. Top-Map ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall unter den Top-Maps. Da war ich letztes Mal Erster, glaube ich. Na siehst du, so schlecht bist du da also scheinbar auch nicht. Rutscht die Bahn runter. Oh, schön. Wir sind auch beide in der ersten Reihe. Jetzt wurde ich geschubst. Das ist doch schon mal was. Alter. Obwohl du Joghurt in der Tasche hast. Menschenfeinde. Ja, den finde ich immer noch witzig. Ich leider auch. Nicht schubsen, ich habe einen Joghurt im Rucksack. Ich finde das find ich auch immer so ein bisschen herzerwärmend oder herzbrechend, je nachdem, wie man es nimmt. Ich stelle mir dann so einen kleinen, etwas pummeligen Jungen vor, der das sagt.
Ich hab immer einen Pinguin im Kopf. Ist das nicht ein Pinguin? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, so ein kleiner Pinguin. Ich kenne den Spruch nur. Ich kenne den Spruch nur von dir. Alter, warum schubst du dich denn immer alle? Ich kann es dir nicht sagen. Jo, die ersten sind im Ziel. Ich gehöre jetzt auch dazu. 56 Punkte. 55. Hat sich jetzt echt nochmal einer dazwischen gemogelt. Ich komme. Reihe. Ja, easy. 39. Easy Rider. Hallo. Haben wir 100? Geteilter Platz 3. 94. Krass. Geteilter Platz 3. Da kann man sich ja nun wirklich, wirklich nicht beklagen. Wer wäre ein einzelner Platz 3, wenn sich dieser Alte da nicht vorgedrängelt hätte? Okay, jetzt habe ich ja ein gutes Gefühl. Wenn die so schlecht sind hier, dann ist das ja ein easy-going-Sieg. Ich weiß nicht, ob das Optimismus oder Überheblichkeit ist. Aber ich weiß, beides wird uns wehtun. Alter, der eine Drache, da sieht ja ultra cool aus. Der goldene? Welcher? Ja. Achso. Ja, genau. Ich nur ganz kurz gesehen. Gold-orange da. Sieht echt geil aus. Ist ein bisschen sehr aggro. Hat was von Aragorn-Drachen. Also Aragorn der Film. Dann ist er bestimmt richtig gut, ja. Ja, ich weiß, dass der Film gehasst wird, aber ich habe das Buch nie gelesen, nur den Film gesehen und fand es gut. Ach Gott, Stichwort fand es gut. Das kann ich nicht über diese scheiß Web hier sagen. Ja, aber eben ging's, eben ging's. Ja, ist scheißegal, wie weit es ging. Ist trotzdem keiner durchgekommen von uns. Immer weiter, immer positiv. Und das ist hier schon wieder ein bisschen, nee, das ist hier auch schon wieder ein kleines bisschen anderer Aufbau, wenn ich das richtig sehe. Nee, doch nicht. Ja, der Rest hinten geht. Oh, man kann sich da ist so ein schräger Hammer hinten in der vorletzten Kurve. Vielleicht kann man sich da quasi rüberschlagen lassen. Das ist ein Plan. Wie sind denn jetzt schon zwei Leute rausgeflogen? So, die sind wahrscheinlich disconnected. Ja, ach, sag mal, jetzt fällt da einer vor mich und blockiert mich. Also, ich gehe so mit Absicht außen rum, um denen mal ein bisschen Platz hier zu geben. Das ist ja... Das ist wirklich anstrengend. Also ich meine, ich bin ohnehin schon sehr... war unfähig genug für dieses Level. Es wäre schön, wenn man mich dann auch einfach mich alleine unfähig sein lässt. Brauche ich keine Hilfe bei. Oh Gott, wie geht denn das? Achso, das war jetzt Glück. Das habe ich nicht mal verstanden, ja, bei mir geschafft. Auch. Ich hasse diese gelben Rollen. Ich auch! Oi, 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 oi. Achso, diese meinst du hier? Ja. Den du jetzt gerade wandelst. Kann die nicht gut. Oh, scheiße. Ja, und ich wollte gerade sagen, ich habe da eigentlich kein so großes Problem mit. Bist du raus? Und bin natürlich gefallen. Ah, du bist noch da. Ich bin noch da, aber das... Ich habe halt wenig Puffer für weitere Fehler und das ist speziell bei mir. Oh, ich wurde auch. Nicht gut. Weil hier sind die ersten Gottes Willen. Ja, aber hier muss man nur durchkommen, oder? Ja. Nee, hier gibt's auch Punktzahl. Okay, nein! Oh, war das knapp. Wie gehen denn diese Hämmer hier? Ja, nein, du blöder Hurensohn. Das gibt's nicht. Du, ich find deinen scheiß Mutter und ich nehm sie durch und zwar live im Internet. Dieser blöde Hund hat mich runtergeworfen. 29 ich war Punkte. Fast durch. Oh Gott, meine Nerven halten es nicht aus. Wir sind weiter. Wenn das deine Nerven beruhigt. Das beruhigt meine Nerven ein wenig. Ich will nicht, ohne Scheiß, ich werde noch zum Mörder. Egal wer das ist, ich werde ihn töten. Gott. Ist er wenigstens rausgeflogen? Nee, ist er nicht. Keine Ahnung, wer war denn das? Captain Melonhead, ich schwöre dir, ich werde eine Mod installieren und werde hier mit einer scheiß Schusswaffe durch Vollgeist laufen und werde ihn schlachten. Captain Melonhead. Oh Gott, der blöde Hund. Es ist wirklich, ich flipp aus. Dieses scheiß Level hätte ich geschafft. Und der Wichser hält mich fest. Wenn du das machst, ist es was anderes. Also es regt mich auch auf, aber nicht irgend so ein scheiß Dämlack mit einer Melone auf dem Kopf. Okay, haben wir es wieder? Also wenn es weitergeht, kriege ich mich heute gecancelt. Es
können sie nicht mit mir machen. Nicht wenn ich ohnehin schon nervlich ein Wrack bin. Okay, die meisten gehen links und kommen dadurch natürlich rechts raus. So ist es ja meistens in der Gesellschaft. Wow, Gesellschaftskritik. Gesellschaftskritik. Jo, alles klar. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man von Anfang an richtig kacke ist, dann braucht man sich am Ende kurz vorm Ziel nicht ärgern. Bei mir läuft es richtig gut bisher. Das ist sehr schön. Ich versuche auch mein Bestes, aber wow, ist das heute wenig. Noch weniger als sonst. Nicht mal vergleichen. Oh, das war auch gut. Oh, scheiße. Jetzt kommen aber diese komischen, die Hüte wieder. Ja, nee, das war dumm. Also ich sehe hier weit und breit auch keine Bohne. Verloren, was ich mir aufgebaut habe. Kein gutes Zeichen. Oh ja, aber ich glaube, ich habe jetzt... Ach, diese Wippen. Hier geht die automatisch runter, ja, danke. Ja, geil, Alter, ey. Ich habe heute wirklich Scheiße an den Pfoten. Ich komme noch ins Ziel. 9 Punkte, immerhin für mich Wahnsinn. Ja, das ist ja schon mal was. Wir sind Siebter, die besten 5 kommen weiter. Aber auch mit Abstand. Also du müsstest ungefähr 12 Punkte holen. Ja, es sind 4 geworden, ne? Also wenn dann hier... Gott, das ist der Drache. Ich hoffe, er fliegt raus. Scheiß Drache. Ne, ich hoffe, der blöde Hund mit seiner scheiß Melonenmütze da erstickt an seiner Melone. Und fliegt raus. Captain Melon. Die Reihenfolge ist mir egal. Captain Melonhead läuft hier auf jeden Fall nicht rum, das heißt, der ist auf jeden Fall schon mal drin. Ich werde diese Runde jetzt verfolgen, bis er raus ist. Und wenn er gewinnt, den zerlege ich das Spiel. Alles klar. Kann er jetzt so eine Hundegürtel. Ist er persönliche Fehde jetzt? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Der blöde Hurensohn ist weiter. Ich kotze. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist der böseste Villain seit Voldemort. Ach, der heißt gar nicht Captain Melonhead? Oder? Nee, der hat nur so eine hässliche Melone auf der Birne. Jetzt verstehe ich das. Ich habe die ganze Zeit nach dem Namen gesucht. Er ist ins Finale gekommen. Es gibt's nicht. Wenn der jetzt gewinnt, flipp ich aus. Das kannst du doch keinem erzählen. Ja, das schauen wir uns jetzt genüsslich an. Wie kann man so ein kolossales Arschloch sein, ohne jeden Grund? Das möchte ich ja nochmal dazu erwähnen. Ohne auch nur einen einzigen Grund. Er hat dich nicht mal rausgeworfen. Und dann auch noch... Natürlich hat er mich rausgeworfen. Also, willst du mich verarschen? Technisch, aber wir sind ja trotzdem weitergekommen. Ja, okay. Aber es war ja trotzdem, es ist charakterlich verwerflich. Es ist moralisch und charakterlich absolut unterste Schublade. Du meinst Johnny Chazan, ne? Ich gehe gerade durch. Ich meine... Der Eierbefreier. Ja. Okay, dem schauen wir jetzt zu. Der Eierbefreier. Ich befreie den bald von seinen Eiern. Dann ist er Johnny ein Eunuch. Was macht der denn da? Kann ja gar nichts. Ja, hoffentlich schnell das Zeitliche segnen. So emotional war es lange nicht. Okay, es war stark. Okay, den ersten hat es schon mal zerschossen. Das ist nicht gut. Das war auch gut. Der hat das schon gut drauf. Der weiß, wann er eklig sein muss, um zu gewinnen. Quade schreibt, er würde es auch so machen. Wie Johnny Chazan. Nee. Ich kenne dich. So viel Arschlochigkeit steckt nicht in dir. Das ist widerlich. 2 von 9. Unterste Schublade. Unsportlich, sag ich mal. Disco-Kugel. Ja, es sind 2 ausgeschieden und der gehört nicht dazu. Also langsam werde ich ein bisschen nervös. Das heißt, der Rest hat das aber auch ganz gut drauf. Also wer jetzt nicht ausgeschieden ist, das kann halt schon was. Stimmt auch. Das ist ein Punkt. Da kommt auch der Schleim, also so lang ist jetzt auch nicht mehr. Das sind 9 Leute schon, krass. Ja. Oh. Der macht das leider bislang recht gut. 3 von 9. Es schmerzt mich sehr, das zugeben zu müssen. Ich habe das Gefühl, der weiß auch, was als nächstes kommt. Der kennt die Rolle auswendig. Ja, du sagst, du bist einer, der sie bei COD wegmessert. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja auch dein Auftrag, die Leute zu töten. Da rege ich mich ja auch nicht drüber auf, wenn ich dann weggemessert werde. Oh. Aber hier ist sein Auftrag, einfach weiterzukommen. Und er wäre einfach easy weitergekommen und hätte sogar noch ein bisschen mehr Punkte für sein Team gemacht, wenn er nicht einfach so ein blöder Hund gewesen wäre, um andere Leute abzufacken, ohne jeglichen Grund. 6 von 9.
Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Und reißt ihn mit in den Abgrund vor allen Dingen. Es wird Zeit. 7 von 9 ausgestellt. Da sind doch noch 3 drin. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, doch. Es sind ja auch 10 im Finale. Ach so, ja, bis doch, 9 das macht dann Sinn. Das stimmt. Der letzte. Da gebe ich dir. Kann der jetzt mal das Zeitliche segnen, Freunde? Immer noch drin. Was ist das verwirrend? Es würde natürlich zu dem heutigen Tag passen, ne? Ich der glaube. Ich kotze. Der hat gewonnen. Das ist doch nicht euer Scheißernst. So, was ist denn heute los? Da ist er. Der Eierbefreier. Ich habe keinen Bock mehr auf alles. Jetzt haben wir nicht nur verloren, es hat auch der Falsche gewonnen. Das wird immer schlimmer. Das ist der schlimmste Tag seit langem. Johnny Shazan. Oh Gott. It's a good day to start with meth. Wer wäre ein schönes in der Biografie? Sagst du, warum hast du mit Meth angefangen? Ich meine, ist da jetzt etwas voraus. Vollweiß. Ja, was soll ich sagen? Ich kann dich auch bannen, ne? Das sind so 50 Minuten Chat-Timeout. Ach Gott. Ja, letzte Runde. Greift mich auch körperlich an. Ach Gott. Johnny Shazan. Was ist heute los? Was ist heute los? Es ist wirklich nichts läuft, wie es soll. Ah. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Tee. Leg mich für 3 Wochen in die Eistonne. Grog. Sucht euch doch, wenn nicht, ein anderes Spiel. Aber das fühlt sich jetzt auch dumm an. Das würde sich für mich so anfühlen, als wären wir so oft gescheitert, dass wir den Schwanz einziehen, um was anderes zu spielen. Ja, fairerweise wäre schon ein kluger Zeitpunkt, irgendwann mal zu sagen, komm, wir versuchen es jetzt seit einem Jahr. Du hast schon mal gewonnen. Wer hat gewonnen? Du. Ja, okay, also ja, in dem Spiel meinst du, okay. Ja. Ja, aber das ist jetzt auch mittlerweile, also so wie es bei Verbrechen verjährt, dann muss ich sagen, so langsam wird es auch, also für mich persönlich lächerlich, mich immer auf das zu beziehen, was an und dazu mal passiert ist. So, als würde Großbritannien heute immer noch sagen, naja, wir sind ja prinzipiell auch noch eine riesengroße, kranke Weltmacht. Ja, nur weil euch vor 200 Jahren die ganze Welt gehört hat, aber ihr seid halt heute eine Insel. Nicht mal mehr in der EU. Großbritannien ist schon lächerlich irrelevant geworden. Es tut fast schon weh, ja, teilweise. Haben sich schon... Ja, weiß ich nicht, wie viel das tut. Ja, also ich bin bislang noch nicht so pralle. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ja, cool. Oh, ich sehe, wie es bei dir ausschaut. Es geht. Ja, ist okay. Jetzt kommt gleich mein Cheat-Hack noch ins Spiel. Ja, dann ist ja sowieso... Sollte hier genug Vorsprung gebucht sein. Ja, geil! Ah, das war nicht so super smart. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Oh, ich würde sagen, Top 5% auf jeden Fall. Ja, definitiv. Es ist unfassbar. Ja, meine Inkompetenz erreicht ungeahnte Level. Ich habe 49 Punkte geholt fürs Team. Die haben auch nötig. Du bist noch ein gutes Stück weg. Ein Stück weg. Also, naja. Ich sag mal so. Wir sind aktuell 9. Ja, guck mal, ganz entspannt. Ganz entspannt. 30 Punkte nochmal nach Hause geholt. Also die zweite Runde ist sicher. Die zweite Runde ist sicher wie unsere Rente. Die Renten sind sicher. Er hat ja für sich selbst nicht unrecht. Was macht denn Mary Shevels da? Ja, der hat auch damals dann in den 90ern einen ziemlichen Hit gelandet. Ne? Der Norbert Blüm. Jetzt bitte hau deinen Krachergag raus. Blümchen, verstehe ich nicht. Unter anderem wie ein Boom, 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 Boomerang komme ich immer wieder bei dir an. Ja. Muss man in den 90ern gelebt haben für. Wie ich raus, weiß ich nicht. Du bist älter als ich. Ja. Ja. Das war hat's verstanden. Guter Auftakt. Ja. Naja, also von dir, ja. Das gebe ich dir von. Mir war das gut. Bei mir war es, ich sag mal, 30 Punkte ist jetzt nicht blamabel, aber.
Also es lag schon mehr an den inkompetenten Gegnern als an meiner Kompetenz, dass es 30 Punkte geworden sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh Gott, damn it. Ja, ich hänge mich an dich, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, warum ich bei diesem Level mit Blindheit geschlagen bin, aber du könntest mir die Pistole an den Kopf halten. Es will und will und will nicht werden. Oh, aber, oh Gott, wollen wir das jetzt? Scheiße, wir wollten das doch aufzeichnen. Falls das stimmt, immer das Gleiche ist. Ja. Oh Gott, das wird nix. Nee. Lass es lieber, wir haben doch die Aufzeichnung dann. Dann ist das lieber aus dem Video. Die Aufzeichnung. Videoanalyse. Wir haben die Technologie. Okay, warum gehen denn Leute nicht? Aber es ist schon wieder recht. Das ist schon richtig. Okay. Einfach der Masse hinterher. Kennst du ja als Journalist, ne? Oh Gott. Alter, jetzt hat er auf, da weggeschlagen zu werden. Warte, ich will auf dir hin. Zu dem hier. Ja. Laufen alle da hin. Ja, schien auch richtig zu sein. Ist ja, irgendeiner hat sie gerade richtig zerledert. Ah, ich hab gleich den richtigen gesehen. Ja, aber. Oh jo. Der hier. Okay. Ich glaube, ich werde diesmal mehr Punkte holen als du. Ja, das stimmt, aber du rennst auch irgendwie. Weil ich schneller den Leuten hinterhergelaufen bin. Ja. Aber ich hole auch nochmal 24. Vielleicht ist das jetzt irgendwas. Platz 4, das muss gereicht haben. Das wird gereicht haben. Ja, weil immer noch Vollidioten das Spiel nicht verstehen. Ja, du, da fühle ich mich aber sowas von angesprochen. Also das Spiel habe ich mittlerweile verstanden, aber ich bin echt ein Vollidiot. Nee, tatsächlich weder noch. So. Okay. Ah. Ja, der Countdown läuft noch nicht, das heißt, wir können jetzt erstmal ganz entspannt. Das war schon mal so, ne? Auf der Map habe ich irgendwie gerade ein Déjà-vu. Nee, ich glaube, wir sind einfach nur relativ schnell. Du bist einfach nur schnell durch insgesamt in diesem Spiel, wenn du den Pfad einmal im Kopf hast. Und ich glaube, deswegen kommt es einem so lange vor, bis dann der Counter irgendwann mal startet. Ja. Dritte Runde haben wir auf jeden Fall sicher, das ist doch schon mal schön. Ist auch nicht schön, den Leuten jetzt so zu schauen. Nee, das ist. Ja. Unschön. Ist komplett überfordert. Ja, 20 Sekunden noch. Dann sind wir weiter. Komm, das ist jetzt die Frage, einmal. Ob überhaupt 11 Teams weiterkommen. Es laufen doch noch einige hier durch die Gegend. Aber er hat es geschafft hier, zack. Oh. Er mit dem Namen Julia. Der Vollguy. Ist ja nicht. Der Vollguy, ja. Die Voll. Das Vollguy. Girl. Okay. Ui. So, es sind tatsächlich doch alle 11 weitergekommen. Aber trotzdem naja. Einige raus. Das ist gut. Das wird. Ja, das stimmt. Das wenn stimmt. Ich jetzt Mandant. Oh, da gab es so viele Möglichkeiten. Ja. Oh, wenn jetzt bitte lass nicht wieder dieses dämliche Kacklevel kommen. Bitte nicht. Oh, jetzt das kommt ist schön. Dein Level. Ja, das macht mir zumindest großen Spaß. Ja, aber das nicht, ist leider auch. Das Wort da hast du halt super wenig Margin for Error, sagt man, glaube ich. Ne? Ja. Wir müssen. Also, da muss Leistung auf den Platz. Wie mache ich das jetzt, dass ich am Anfang nicht in die Mitte husche? Ganz an den Rand springen oder eher in die Mitte das, und nach außen? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Na, eher in die Mitte springen. Versuche einfach zu kreuzen. Okay, oben nicht. Ja, geil. Da ist mir einfach irgendeine andere Flitzpiepe in den Weg gerutscht. Und dadurch konnte ich dann nicht mehr hoch. Irgendwie dadurch. Fantastisch. Eieiei. Boah. So. 18 Punkte, 19 haben wir schon, 20. Warum springst du in den Dingern hoch? Bringt das mehr Punkte? Nee, aber ich weiß nicht, ist so ein Habit. Alter. Bringt nicht mehr Punkte. Schön, haben wir es beide hochgeschafft. Das ist wunderbar. So will man das sehen. Ich bin gerade zu angespannt, um zu reden. Ja, tatsächlich. Oh. Den nehme ich nicht. Dafür brauche ich mehr Speed auf. Okay, 15 Boah, ich bin schon wieder nervös. Ja, aber gleich
Ja, jetzt sind schon die ersten scheiße, durch. Die ersten sind schon durch. Ich glaube, das war's. Alter, aber so schnell. Wow. Okay, uns fehlen noch. Ja, drei, aber das war letztes Mal auch so. Zwei. Ich hab. Yes! Oh, yo, 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 du hast es geschafft. Richtig nice. Ich hab's geschafft. Ganz alleine, danke. Ich bin am Ende genauso wie beim letzten Mal in die neue Runde reingestolpert und der konnte wieder nicht aufstehen. Also es war gerade für mich exakt dasselbe wie beim letzten Mal. Deswegen war ich nur sehr froh, dass ich noch gesehen habe, wie du da am Rutschen bist. Okay, noch 7 Trupps. Es ist das Halbfinale, glaube ich. Jetzt Volleyball. Oh, bitte nicht. Also, schöne Werbung von Crocs. Gott. Ah, das ist, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas über die Werbung sagen dürfen, die hier läuft. Magst du keine Crocs? Ich, also mein Ästhetik Nerv treffen sie nicht. Ja, ich glaube, das ist auch Sinn der Sache, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, die sollen so ugly sein. Ich glaube, das ist der Stil. So, die Argumentation, die ich habe, wenn ich Mathearbeit nach Hause bringe, ist schon, also eins kann ja prinzipiell erstmal jeder. Aber die 5, das musst du dir erarbeiten. Ich bin wirklich, also wie eine Laborratte, laufe ich wirklich ohne jeglichen Sinn und Verstand von A nach B. Was übrigens sogar falsch ist, weil Laborratten sind schön klug. Das stimmt. Mir gerade die Tiere, die nicht wirklich nicht brauchen. Ja, zwar. Aber das ist Case in Point, ne? Also selbst bei selbstbeleidigenden Aussagen, ja, einfach falsch liegen, einfach scheiße reden, mal wieder. Hat irgendwas Symbole geschrieben noch, aber ich kann es nicht sehen. Schön, alles andere als schön. Ja, die in der Werbung waren alles andere als schön. Ich finde sowieso insgesamt, dass die einfach alles andere als schön sind. Was natürlich Sinn ergibt, dass sie dann mit uns werben oder vor unserem Kanal. Hoffel XD. Okay, vielleicht bin ich gut. Ich tatsächlich auch. Hallo? Unser, was geht denn hier? Sieg hier. Ich glaube, wir kommen weiter. Das waren die besten 4, das ist wirklich knapp, ne? Ja. Aber das ist wirklich knapp. Bist du im Ziel? Ja, 9 Punkte. Wir sind Erster. Leck mich am Arsch, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Ja, wobei? Power von Crocs? Okay, wir sind immer noch Erster. Was ist denn hier los? Der rote Drache verkackt. Achso, das ist der Einzige, der noch drin ist. Das ist ganz cool. Ja. Das ist traurig. Jetzt gucken ihm alle zu. Lass mich zu sehr, wir waren. Tut mir ein bisschen leid, der Junge. Ja, mir auch. Ja, ist Kackteil. Ich würde ihm wünschen, dass er jetzt noch ins Ziel kommt. Oh. Nein. Ach. Leidet ja wirklich gerade ein bisschen mit, ne? Warte, nein, warte. Ja. Ja, sehr schön. Mach langsam. Wunderbar, wunderbar. Jetzt kommt gleich der Checkpoint. Und bitte nicht durch die Mitte. Geh einfach. Warum denn? Oh, Timing? Komm schon. Mann, come on. Wärst du einfach links oder rechts gegangen, hättest du es doch geschafft. Ja, jetzt ist es zu spät, ja. Kollege. Oh, Gottes Willen. Ah. Oh. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Ach, schön. Da waren wir auch mal, aber jetzt sind wir on top. Jetzt sind wir die Elite. Elite. Also Elite sehe ich bei uns jetzt. Also nee. Das ist eine Ente oder Taube, die finde ich auch ganz schön. Aber es gibt jetzt keine Freunde mehr, denn jetzt sind wir, soweit ich das beurteilen kann, im Finale. Ja, aber wir sind doch trotzdem gibt es hier keinen Freund Freunde mehr. Es gibt hier nur noch Feind. Oh, was scheiße, es sind doch Teams. Denn? Das erste Team, das komplett verhext ist, scheidet aus. Wenn du erwischt wirst, greife nach dem gegnerischen Team, um es zu verhexen. Hä? Was? Hä? Es ist nicht das Finale. Ja, aber nee, es ist nicht das Finale. Ich denke mal, das ist sowas wie Schweifklau. Okay. Lass dich nicht verhexen. Ich verhext? Bin verhext. Achso, du startest auch gleich verhext. Wie sehe ich denn verhext? Ich habe hier irgendwie so einen Kram um mich herum.
Ist das wie infiziert bei COD? Scheinbar. Ausgeschieden. Hä? Hä? Ich wurde nur einmal angetickt. Hä? Was war das denn für ein Scheißspiel? Das war. Es ist. Aber das passt. Es passt so perfekt zum Rest des heutigen Tages. Wie kacke war das denn jetzt? Das war wirklich lächerlich. Mach doch einfach das Finale mit 8 Leuten statt. Jetzt sind 4 Leute im Finale, oder was? Also 2 Teams seid, ja. Team gegen Team. Ja, wie infiziert. Vielleicht spielen sie jetzt Volleyball. Quade schreibt, wie infiziert. Okay. Ja, da hatte ich einfach Pech, dass ich ganz am Ende erst dachte, das war kacke. 5 Runden immerhin. Ja, das Spiel hat heute wirklich ganz, ganz bedingt Spaß gemacht. Ach Gott. Vielleicht schauen wir uns wirklich mal an einer Alternative umher im Himmel. Vielleicht aber auch nicht. Das bleibt abzuwarten. Vielleicht auch nicht. Nein, ich denke, nach deiner OP werden wir erstmal mit neuer Kraft diese wieder unnötig verschwenden, indem wir uns hier anstrengen. Aber ich denke mal, erstmal wieder hier reingehen. In Fall Guys. Aber auf lange Sicht werden wir mit Sicherheit eine Alternative auch mal am Start haben. Das war wirklich ein, ich sag mal, bescheidener Auftritt. Kann man das mit einem positiven, ja, ich wollte versuchen, mit einem positiven Spin zu enden, aber ehrlich gesagt, ich glaube, selbst Goethe ist nicht wortgewandt genug, um eines dafür zu finden. Selbst Goethe. Ja, was soll ich sagen? Machen wir es kann nur Deckel besser drauf. Werden. Ja, machen wir einen Deckel drauf. Es kann nur besser werden. Entschuldigung.